Heyo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ich befinde mich diesmal nicht in Craft Attack. Craft Attack Video gab es gestern, unbedingt angucken. Ich zeige euch heute, was auf dem Community Attack Server abgeht. Dort können nämlich die Kanalmitglieder zocken und da ist schon einiges passiert. Das hier ist der Spawn, hier wollen wir noch die Anbindungen und so weiter machen. Die werden dann noch hingebaut und es gibt hier einiges, was so passiert ist und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Ich bin im Spectator Mode, um hier ein bisschen was zu zeigen und hier geht es dann auch so einen Weg runter, ne, so, ne, hier, da, und dann geht's einmal hier in die Richtung und hier verlinktes Portal, extra für den Spawn von Henne Gaming. Henne Gaming, Grüße gehen raus, auf jeden Fall an dich, danke für das Portal, das funktioniert, das finde ich toll. So, und der Saibo, der hat hier an der Stelle ein schwarzes Brett sozusagen gemacht. Das ist nicht schwarz, es ist nämlich aus geschältem Birkenholz. Wie so es aussieht. Also hier kann man draufschreiben, was man sucht und dann unten drunter die Antworten. Also oben, was man sucht und unten dann die Antworten. Ne? Hier. So, auf der anderen Seite ist dann, was man verkauft. Oder du brauchst braun gefärbte Blöcke, melde dich bei Patrick. Alles klar. Hat er die mit seiner Kacke gefärbt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall baut hier, soweit ich weiß noch gar nicht, wer überall irgendwo baut. Auf jeden Fall weiß ich, hier baut der Dark Lord hier. Der ist schon richtig am Abgehen, so wie es aussieht. Und hat da auch, oh, ist das ein automatischer Ofen? Rohstoffe. Und da unten dann so, ah ja, ein Ofensystem. Nice, aber gibt es hier irgendwo, oh, ein Netherraum gibt es hier. Und hier gibt es noch genug Kisten. Ich hoffe, ich zeige jetzt nichts Geheimes. Also es ist ja alles hier öffentlich zugänglich, ne? Labor. Aha. Okay. Nice. Und dann gibt es hier... Oh, da geht es runter zur Mine. Oder? Ja. Mine. Perfekt. Schreibt man Mine nicht... Also das E weg? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Könnt ihr mir mal helfen? Schreibt mal in die Kommentare, wie Mine geschrieben wird. Ich weiß es nämlich gar nicht. So. Dann haben wir hier einen weiteren Weg. Der führt hier lang und führt hier wieder zurück. Okay, ich gehe hier so nach und nach alles ab. Hier wird sozusagen ein Shop von Spark, sage ich jetzt mal, imitiert. Und zwar vom Lieben. Wer baut denn den? Wer baut denn den? Hallo? Hallo, wer baut hier den Shop? Ich finde ihn ja geil, aber wer baut den? Steht hier irgendwo ein Name? Alles klar, okay, hier hat jemand einen Shop hingebaut, aber keiner weiß, wer ihm gehört. Naja, egal. So, der Justus, der hat mal hier drin gebaut. Er baut noch hier drin, alles klar, da gibt es so eine geheime Tür. Ich weiß nicht, wie man reinkommt, um ehrlich zu sein, aber man kommt hier rein. Und ansonsten ist ja nicht sonderlich viel, außer noch ein paar Hühner hier. Ne? Also da ist noch nicht viel entstanden. Da oben baue ich und da geht Wasser runter. Saibo. Der hat das gesagt, er war's. Aha, es hat jemand geschrieben, ich muss mir das nachher angucken. Mann! So, hier baut das echte Schaf, keine Trolls oder so. Ja, genau so, mit Schildern muss man kennzeichnen, ne, was man hier nicht möchte auf dem Grundstück. So, da steht es auch, hier baut keine Trolls, ihr Keks, alles klar. Das Schaf baut hier, also ich habe hier das echte Schaf auf dem Server, ne, alle anderen Schafe sind falsch. Und das hier ist das echte. Was ist das hier, gehört das auch dazu? Nicht klauen... Nicht sprengen, nicht griefen, trollen, okay. Okay, wer baut hier? Frag ich mich jetzt an der Stelle. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber hier gibt es eine Getreidefarm. So, der Patrick, der hat mich gespoilert. Ne? Ich habe Dortmund angeguckt. Und er hat mich gespoilert. Ich habe auf Sky Go geguckt. Und ja, es ging um Fußball. Ne? Dortmund gegen Bremen. Ich war für Dortmund. Für wen wart ihr? Schaut ihr überhaupt Fußball? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's hier an der Stelle... Nein, da geht's nicht hoch, ne? Da ist irgendwas, ne? Also ich weiß nicht, wie ich hochkomme zu mir. Ich muss theoretisch hier hochschwimmen, diesen Wasserfall, dass ich überhaupt zu meinem Grundstück komme. Und das machen wir mal. Also logisch, mit dem Spectator-Mount geht es hier. Normalerweise muss ich das alles im Singleplayer halt, Survival Mode machen. So, hier baut der liebe Link Joel, ne? Hier ein schönes Häuschen auf dem Berg mit ein paar Kühen, geschälten Bäumen und ja, oh, da geht's noch rein. Stimmt, hier ist der Verzauberungstisch. Wupp, kann man hier rausgucken. Sehr schön. Also bin mal gespannt, was der Joel da hier noch draus baut. Finde ich auf jeden Fall cool. Da hinten ist grüne Wolle. Warum?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht hier dann noch ein Weg runter. Aber das zeige ich euch später. Ich will jetzt erstmal gucken, was Saibo mit meinem Grundstück gemacht hat. Da wohnt übrigens auch noch Steffi, ne? Hey, warum ist hier überall grüne Wolle? Warum? Ach so, ich glaube, da hat jemand sein Grundstück abgesteckt. Red Hair. Der baut nämlich da, aber hat noch nichts gebaut. So, das hier ist mein Grundstück. Ah, da sind hier viele Schilder. Oh, hi, Bassi. Ich bin jetzt auch in kleinen Bikini. Bottom. Ja, unter Wasser liegt. Und das Haus hier in der Luft ist so komplett ohne Wasser, dachte ich. Saibo! Das kriegst du zurück. Ich meine, ich darf dich nicht rollen. Theoretisch. Aber ich überlege mir was anderes für dich, Saibo. Und mein ganzes Haus steht unter Wasser. Das muss ich auf jeden Fall noch wegmachen. Machen wir vielleicht heute Abend im Stream. Also hier stehen überall Schilder. Holz für dich geschoren. Er musste aufs Klo. Hä? Hi, was ist die letzte Troll? Was? Hier, hallo. Hier ist so viel. Da ist Essen, okay. Hier ist... Oh, für meine Bergmitbewohner. Link Joel, dankeschön. Vielen lieben Dank. Haben wir hier noch? Stone, die Stone Bricks, genau. Den Dias habe ich ihm schon gegeben. Das nehmen wir gleich zu mir. Ah, ne, geht gerade nicht. Puh, und da hat jemand das Bett zugebaut. WTF, Leute. Alter. Also, vielleicht hat jemand von euch Lust, das hier wieder heile zu machen, das Wasser zu entfernen. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Saibo, das kriegst du auf jeden Fall zurück. So, da unten baut noch jemand. Ich weiß allerdings nicht mehr, wer. Kommt durcheinander. Es sind so viele Leute auf dem Server. Es sind jetzt um 23.42 Uhr sind auch noch hier die ganzen Leute am Start. Hier wohnt Leifolas. Ah, der Leifolas baut hier. Hier. Na, der hat hier ein wunderschönes Haus, wie man sehen kann. Na, wundertoll. Okay, dann baut da hinten noch. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Muss man einmal hier durch. Da unten, dieser Weg hier, der runter geht. Und zwar ein Laubhaus von Deathbringer. Richtig schön. Mega, mega schön auf jeden Fall. Finde ich richtig, richtig cool. Also da hat er auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Mega nice Sache. Ich würde jetzt sagen, hier die Gegend habe ich mir angeguckt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo alle so bauen. Ich habe nicht den Durchblick. Da hinten könnte das sein. Da hinten. Genau, die bauen hier Klein Bikini Bottom. Also na, da fehlt das SpongeBob-Haus. Leute, aber wir haben einmal hier den Stein von Patrick und einmal den Tadeus-Haus von Nick. Nice auf jeden Fall. Und da kann man auch reingehen hier mit Pressure Blades und so. Kann man da rein und so und hallo und da ist noch mehr und so. Ne? Richtig coole Sache auf jeden Fall. Die haben hier auch eine Lianenfarm, so wie es aussieht. Finde ich cool. Habt ihr richtig cool gemacht. Jetzt porte ich mich mal zur Sarah / TP Salanari. Da, hier. Oh, die ist unter der Erde. Oh, die sneakt nach oben. Oh, oh, oh. Oh, warte mal. Wenn sie da jetzt... Ah, ist das... Das ist eine Mobfarm. Ach so, die bauen hier eine Mobfarm. Funktioniert das überhaupt? Also, was ich sagen kann, das ist wie bei Craft Attack, ne? Also, ich kann euch nicht versprechen, dass da überhaupt Mobs spawnen. Ja, weil bei Craft Attack ist es ja auch so. Okay, dann porten wir uns mal zu / TP Basti zu Monkey Diluffy. So, genau, der hat nämlich, Achtung, ich glaube, ich lande jetzt im Meta. Jupp. Der hat nämlich, Mist, hier nicht. Aber es gibt auf jeden Fall auch hier auf dem Server, und das ist Monkey Diluffy, der hat die gebaut, eine XP-Farm, ne? Eine Pigment-Farm. Finde ich richtig geil auf jeden Fall, dass er das gemacht hat. Daumen hoch an dich. Jetzt hat man hier auf dem Server auch eine Neta-Farm hier. Mega geile Sache. Und die wird von jedem hier genutzt. Der Henne Gaming kommt hier entgegen. Wupp. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Also Monkey, muss ich sagen, finde ich eine geile Sache, dass du die hier gebaut hast. Sogar mit Sortiersystem hier. Also es funktioniert sogar, wenn ich das hier richtig verstehe. Mega. Mega, mega, mega. Finde ich richtig cool. Finde ich richtig, richtig cool. Nice, nice, nice. Und dann schauen wir noch bei der lieben Elena vorbei. Angel Gaming. Die ist wieder in der Oberwelt und baut hier. Wupp. Oh. Oh, das sieht auch. Wow. Das sieht auch toll aus. Mega. Ah ja, da habe ich sie ein bisschen getrollt mit rosa Bannern. Aber okay. Ist auf jeden Fall ziemlich, muss ich sagen, cool. Es sieht halt auch gut aus. Es sieht halt auch einfach gut aus. Also wenn Elena baut, dann, ne, die war mal bei mir im Bauteam. Und ja, sieht dann immer gut aus. Alter, die Treppe geht ja bis nach Bagdad, Leute. Oha. Oha.
krass. Mega coole Sache. Hier geht es noch tiefer. Ja, okay, da geht es in die Mine. Alles klar. Richtig coole Sachen sind hier auf jeden Fall auf dem Server am Entstehen. Sie baut halt komplett in Bagdad irgendwie. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Leute, ich bin gespannt, was sich da noch die Tage tut. Und bin jetzt dann auch mal wieder weg. Wir sehen uns noch in anderen Videos, denke ich mal. Schaut bei den Videos von gestern vorbei. Ich habe einmal Apex Legends gespielt und habe ein Craft Attack Video hochgeladen. Das empfehle ich euch jetzt einfach mal an der Stelle. Und ich würde sagen, macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Bis dann und tschüss.